Hol ihn, sag Schweiß einen Moment, bitte, ich hol den. Nochmal, Hodi sagt Schweiß. Hallo, hier ist der Hodi, wer ist da? Guten Morgen, ich heiße Gabriel Hartmann, ich rufe Sie wegen Ihr Interesse an unserem Projekt. Ich habe kein Wort verstanden, das ist so laut bei Ihnen. Sie haben unser Projekt Bitcoin-System gesehen, ja? Weiß ich nicht. Es geht über passives Einkommen und Trading am Finanzmarkt. Haben Sie da jemanden, der Deutsch sprechen kann? Ich verstehe Sie nicht. Was verstehen Sie nicht? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Sie haben unser Projekt gesehen? Ja, kann ich mit jemandem reden, der Deutsch kann? Was? Haben Sie nicht verstanden jetzt? Ist so eine einfache Frage. Haben Sie da jemanden, der Deutsch kann oder nicht? Okay, Moment. Hallo. Meine Güte. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Sie haben sich für unser Projekt mit passivem Einkommen. Wer ist denn da? Oder? Irgendwie stellt man sich doch vor, oder? Ja, Sie haben recht. Ich heiße Sophia Enns von SimpleWay. Und wen möchten Sie sprechen? Bitte? Mit wem möchten Sie sprechen? Ich möchte sprechen mit Sackschweiß. Mit Sackschweiß möchten Sie sprechen? Da müssen Sie ein bisschen näher kommen, dann können Sie Kontakt mit dem Sackschweiß aufnehmen. Haben Sie sich für unser Projekt interessiert oder nicht? Ja. Okay, und haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen im Trading? Nee, oder überhaupt nicht. Ich bin ja hauptsächlich mit dem Sackschweiß beschäftigt. Okay, und wissen Sie, wie Sie auf dem Wirtschaftsmarkt Geld verdienen können? Sie klingen total gelangweilt. Mögen Sie Ihre Arbeit nicht? Doch. Ja, Sie klingen so, als ob Sie gleich einschlafen. Stört es Sie? Ja, natürlich. Sie klingen nicht gerade so, als ob Sie sagen, hey, ich habe ein ganz tolles Produkt, das muss ich dir zeigen. Du sitzt da so, ja, ich habe ein Produkt, das könnte ich dir vielleicht verkaufen, aber ich habe keine Lust dazu. Okay, ich habe ein tolles Produkt für Sie, das ich Ihnen gerne zeigen möchte. Ja, guck mal, das klingt doch gleich viel besser. Verstehst du? Du musst deine Kunden begeistern. Du klingst dann, als ob du einschlafen. Es wäre schön, wenn Sie nicht duzen würden. Also. Na doch, ich bin Dimitri, ich duze jeden Menschen. Wie geht's dir? Ich möchte gerne mit Sackschweiß sprechen. Schönen guten Abend. Guten Abend, wer spricht? Hallo. Ich rufe Sie in Bezug auf Ihre Anmeldung für den Finanzmarkt mit Bitcoin. Hallo. Ja, guten Abend. Freut mich sehr, kennenlernen zu machen. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ich bin dabei, um Ihnen zu erklären, wie das funktioniert und Ihnen zu assistieren, am Finanzmarkt zu starten. Ja, ja, Mazel Tov, mir geht es sehr gut. Wie geht es Ihnen? Mir auch gut. Sagen Sie mir mal bitte. Das freut mich ganz besonders zu hören. Wie heißen Sie, falls ich frage? Ich bin 33. Ich rufe Sie von den Bitcoin-Offer. Felix, mein Name. Wie war das? Wie heißen Sie? Ich bin Felix von der Bitcoin-Offer. Hier ist Ignaz Felix. Geldbaum. Für den Bitcoin-Handel, ja? Ja. Mal bitte. Was haben Sie gesagt? Die Leitung ist sehr schlecht. Sie hatten sich mit einem seltsamen... Wie heißen Sie? Sie haben sich als Kunde bei uns angemeldet mit einem komischen Namen. Ja, mein richtiges Name ist Ignaz Geldbaum. Okay.
So, Sie hatten Interesse an Bitcoin gezeigt. Ja, ja, richtig. Das ist sehr interessant. Okay. Haben Sie Erfahrung mit Bitcoin-Handel? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das immer im Internet gelesen, dass man damit sehr viel Geld machen kann. Und ich wollte mir das angucken. Stimmt, mit der richtigen Unterstützung können Sie Geld verdienen. Das ist sehr gut, auch gut. Haben Sie etwas über Bitcoin gelesen? Hallo? Können Sie auch, ja. Wir haben verschiedene Instrumente, ja. Das ist gut, ich spiele gerne das Cello. Und Sie? Okay, normalerweise würden wir Ihnen ein E-Mail schicken, assistieren, sich auf unsere Hauptseite einzuloggen. Ja, aber sagen Sie, wir brauchen eine richtige E-Mail-Adresse. Aber sagen Sie Ihnen, welches Instrument spielen Sie? Ich spiele kein Instrument. Also ich mache Geld auf den Finanzmarkt. Sie haben doch gesagt, Sie haben verschiedene Instrumente. Ja, Instrumente wie Gold, Öl, Bitcoin, das meine ich. Ach so, ich dachte, Sie machen Musik. Nein, ich bin Berater am Finanzmarkt. Ach so. Sie haben sich für Handel am Finanzmarkt angemeldet. Ja, das sind ein Brokerplattform. Das ist ja, das muss ich ja nicht ausschließen. Ich bin Uhrmachermeister und ich spiele das Cello. Ja. Und den Granatwerfer. Ein Cello und ein Granatwerfer. Ja, richtig. Okay, okay. Ich glaube, dass das zu nichts kommt. Ich bin hier für Geschäft. Ich weiß nicht, ob Sie hier für Spaß sind. Nein, ich möchte Geld verdienen. Aber man kann sich doch nicht unterhalten, oder nicht? Aber Sie haben eine falsche E-Mail-Adresse, falsche Namenssystem gegeben. Das ist nicht eine richtige Registrierung. Ja, dann, ja? Ich habe Ihnen doch meines Namen gesagt. Haben Sie aufschreiben, Ignaz Geldbaum. Verdammt nochmal, Antisemiten. Also wenn er von der Firma ist, die ich denke... Ja, guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen. Ja, hier ist der Herr Marder, ich grüße Sie. Hallo, Herr Marder. Ja, ich rufe an wegen meiner Bestellung. Da wollte ich im Prinzip mich einmal zurückmelden, wie vereinbart. Herr Marder, hier geht es aber tatsächlich ja heute um rot oder blaues Geschenk, ja? Ist Ihnen das bewusst? Ach, es gibt ein Geschenk? Ja, und zwar würde ich erstmal starten mit Ihrem Vornamen, Herr Marder. Ja, Eduard. Der Eduard. Herr Marder, hier einmal bitte die Postleitzahl. Nochmal, was war bitte? Ihre Postleitzahl. Ja, 703-74. Stuttgart? Im Schwabenländle. Ja, das und ist... Straße. In was bitte? In welcher Straße bitte? Ja, die Annabergstraße. Das wird alles zusammengeschrieben. Ja, Annabergstraße? 211. In Ordnung. Und bitte Ihr Geburtsdatum nennen? Ja, 8. Mai 45. Super. Und einmal, Herr Marder, Telefonnummer mit Vorwahl, wo Sie am besten zu erreichen sind. Oder ich bin viel unterwegs, eigentlich gar nicht. Deswegen muss man trotzdem eine Nummer hinterlegen, weil Sie rufen ja hier unbekannt bei uns an. Ich habe mich ja gerade vorgestellt, also das stimmt jetzt ja nicht. Herr Marder, nur mal zur Information, Sie rufen unter unbekannt bei uns an. Na, ich bin doch aber schon Kunde bei Ihnen. Wenn Ihr Telefon Ihre eigene Nummer nicht mitsendet, dann kommen Sie trotzdem als unbekannt hier rein. Ja, warum macht er denn sowas? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Da müssen Sie Ihren Telefonanbieter ansprechen. Ja, das muss ich sowieso machen. Das ist heute Morgen schon dreimal unterbrochen worden, als ich bei der Apotheke, sag ich mal, die Herzmittel ordern wollte, ne? Okay, das weiß ich nicht. Ja, deswegen sage ich Ihnen das ja. Das können Sie ja nicht wissen, ne, wenn Sie hier nicht sitzen. Ne? Das stimmt. Ich bin aktuell nicht in Stuttgart. Wo sind Sie denn? In Hamburg. In Hamburg? Wo denn da? Jawohl.
wie wo denn da in Hamburg? Ich frage ja auch nicht, wo Sie in Stuttgart sitzen. Und ja, das ist, gar nicht unser Gespräch das ist Bad Cannstatt, aber ich bin ja gebürtiger Hamburger. Herr Marder, welcher Stadtteil ist das denn bei Ihnen? Herr Marder? Ja? Dürfen wir uns bitte für unsere Kunden auf das Wesentliche konzentrieren? Sprechen Sie nicht gern mit Menschen? Darum geht's nicht. Unsere Leitungen sind ziemlich voll. Und wenn ich mit jedem Einzelnen auch noch privat schwätze, dann haben wir irgendwann ein Problem in den Leitungen. Das ist ja nicht privat, das ist Freundlichkeit. Ne? Zumindest also, war das dann, früher bitte, mal so. Hatte ich jetzt auch schon. Herr Marder, möchten wir jetzt so über Freundlichkeit reden? Ich glaube, ich bin nett zu Ihnen. Ich habe Sie leider darauf hingewiesen, dass unsere Leitungen ziemlich voll sind und Sie nicht der einzige Kunde sind. Ja, können wir dann jetzt, ich hatte ja wegen der Bestellung angerufen. Sie rufen hier wegen keiner Bestellung an. Sie rufen wegen einem, wie gesagt, Flyer an. Dort steht drauf blaues oder rotes Geschenk. Wenn Sie sowas gar nicht haben, wenn Sie wegen einer Bestellung anrufen, dann müssen Sie direkt im Bestellzentrum jetzt anrufen. Ich meine, Mensch, haben Sie da mal eine Nummer für mich? Nein, Sie bestellen ja dort. Warum soll ich im Bestellzentrum sitzen? Da sitze ich ja nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass Sie da hingehen sollen. Ich hätte gern die Durchwahl. Und ich hatte Ihnen gerade mitgeteilt, wir sind nicht persönlich die Abteilung für Bestellungen. Ja, das habe ich verstanden. Zentrum für Gewinnspielservice. Ja, und was gibt es dann bei Ihnen heute? Ja, ich weiß gar nicht, woher haben Sie denn bitte unsere Nummer? Na, die steht hier ja, ich habe die ja von der Bestellung. Und jetzt war hier im, sag ich mal, im TV-Magazin, was meine Frau mitgebracht hat, war hier nochmal irgend so eine Rückfrage mit Rot oder Blau. Da wollte ich nachhören. Also sind wir nicht für eine Bestellung zuständig, ja? Sondern Sie haben jetzt mitgeteilt, Sie haben also aus der Zeitung aktuell, gerade aktuell, einen Flyer entnommen. So, und stehen immer noch bei der Frage, wie lautet Ihre Telefonnummer mit Vorwahl? Ja, 07 21 99 43 17. Und da müssten Sie tatsächlich mal Ihren Anbieter fragen, wieso die Nummer unterdrückt wird. Ja. Wie nennt sich das? Die Nummer wird hier unterdrückt bei Ihnen. Wie Unterdrückung. So ja, vom Wortstamm her, ne? Sie ist nicht angezeigt, könnten Sie genauso sagen. Da muss ich mal nachfragen. Das ist ein freundlicher Hinweis, ne? Können Sie gerne tun. Vielleicht hat es der ein oder andere Ihnen auch schon mal beiläufig kurz erwähnt. Ich entsinne mich, dass da was. Ich habe das nie verstanden. Ist kein Problem, ja. Denn ich weise da schon gerne drauf hin, weil das der Kunde ruhig wissen sollte an der Stelle. Gut, auf jeden Fall, Sie wollen jetzt rot oder blau. Jetzt ist die Frage, für welches haben Sie sich denn entschieden? Ja, blau, ne? Würde ich sagen. Okay, dann nehmen wir das blaue Päckle rein. Moment, das muss ich erst anklicken, weil ich sehe es ja vorher auch nicht, was es wird. Kommen Sie auch aus Süddeutschland, weil das Päckle, das war jetzt ja gerade schon so ein bisschen Badisch-Schwäbisch, ne? Naja, meine Mutter, die kommt von den Vorfahren der Schwaben. Ach. So, ich selber gar nicht. Ich bin eigentlich Berliner. Aha. So, um es mal kurz mit aufzuklären. So, bei Blau kann ich Ihnen auf jeden Fall schon mal verraten, gehören Sie tatsächlich zu den Glücklichen, Oha. Die einen Reisegutschein im Wert von 3x100 € für ausgewählte Fernreisen und Flusskreuzfahrten unseres Partners, Trendtours Touristik, gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist ja fantastisch. Vielen Dank. Das ist es auch. Vor allen Dingen, dieser wird Ihnen innerhalb der nächsten 4 Wochen als Geschenk zugesandt. Traumhaft. Und dann können Sie damit schalten und walken. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, einfach mal selbst entscheiden, wann, wie, wohin Sie gerne mal fahren reisen möchten. Und erhalten ja dann bis zu 300 € auf den Preis zurück. Oh, das ist toll. Schön. Ich würde gern mal, wie ich war als junger Hüpfer mal in Ägypten, da will ich gern mal noch mal hin, ne? Ja, okay. Naja, warum nicht? Ich meine, ist ja auch eine tolle, Urlaubsziel. Ja, ja. Ich mal sag mal, da soll noch mal die historischen Stätten besichtigen, ne? Weil das hat mich ja zeitlebens, ich bin ja dann, sag ich mal, zur Ägyptologie als Hauptfach an der Universität, hab dann aber doch in die Humanmedizin gewechselt, ne, weil es, sag ich mal, mit Hieroglyphen, da lässt sich halt kein Geld verdienen, ne? Da kann man ja nicht von leben, ne?
Das weiß ich nicht. Das denke ich, wissen Sie besser, wenn Sie in dem Bereich dann auch bevorzugt haben. Ganz klar. Also ich kann die tatsächlich noch mal lesen. Ne? Das ist immer ganz interessant, wenn da so Filme kommen, die dann vermeintlich in Ägypten spielen. Da sieht man immer, wenn die sich Mühe gegeben haben, dann sind da tatsächliche Hieroglyphen, die man auch, wenn man da auf Stopp drückt, dann wirklich entziffern kann. Und manchmal haben die da einfach nur irgendwelche Kinderbilder aufgehangen, weil die keine Lust hatten, sich zu informieren. Da macht man dann einen großen Unterschied, ne? Ja, wird sicherlich auch sein. Gut, aber das blaue Päckle wird sich also auf den Weg machen zu Ihnen, ist dann also als Geschenk in 4 Wochen bei Ihnen. Dann wünschen wir auf jeden Fall Freude beim Sparen, Genießen und Einlösen. Vielen ganz Dank. Klar. Nicht dafür, gerne. Denn wenn Sie anrufen und die Möglichkeit haben, müssen wir es ja nun mal auch weiterleiten. Ja, ja. Der Kunde hat ja jetzt das Anrecht, sich das auszusuchen. Ja, das ist sehr freundlich. Hey, ich bin Christiane. Sie haben Ihre Daten in unserer Werbung gelassen. Ich rufe ja, aus einem Finanzmarkt. Aha. Also, ja. Heute kann, darum, ich muss jetzt wissen, also haben Sie schon investiert, 250 Euro oder nein? Nee. Warum denn? Wo denn? Was denn? Also, deswegen... Ich weiß, das waren jetzt 3 Fragen auf einmal, aber man kann sie immer probieren, ne? Also, oder haben Sie das, oder haben Sie in, Ihre Handelskonto nicht aktualisiert? Deswegen melde ich mich bei Ihnen, Ihre Handelskonto-Account so schnell wie möglich erfolgreich aktualisieren, okay? Und da rufst du abends um 20 Uhr an, Alter. Ich dachte, du bist Pizzeria oder meine Mutter oder sowas. Also, Entschuldigung. Es braucht nur 5 Minuten, okay? Nur 5 Minuten und dann sind Sie frei. Also, oder ich bin immer das frei. Von meiner Seite? Ich bin Kasach, ich folge dem Falken. Ah, ja. Alles klar. Ja, kein Problem. Entschuldigung, aber es braucht nur 5 Minuten, okay? Wir können alles machen in 5 Minuten. Hast du Stress oder was? Wie bitte? Bist du unter Stress? Hast du Zeitdruck oder? Ja. Ja? Also wir sind da eine Hauptplattform und wir haben so viele Kunden, wissen Sie. Und vielleicht um 20 Uhr, ich habe keine Zeit für Ihnen. Ja, ich bin jetzt da, darum ich muss... Das ist ja wieder legendär und willkommen bei einer neuen Folge von Steve Irwins Callcenter Affen auf dem Weg in die Heimat. Wir haben hier wieder ein Premium-Subjekt gefunden. Bei dir soll ich jetzt investieren oder... Also, Sie müssen investieren 250 Euro. Dann bekommen Sie auch einen Willkommensbonus, das ist 50 Euro. Dann bekommen Sie also 300 Euro in Ihre Handelskonto-Account. Sie bekommen auch einen hochqualifizierten Finanzexpert. Ist der so qualifiziert wie du oder noch klüger? Kluger. Was? Wirklich? Das geht noch? Ja, meine Güte, wirklich, ihr seid ja wirklich fast schon am menschlichen Niveau angekommen. Vielleicht kluger dann Ihnen. Na, das gibt's nicht. Oh, warum? Sie arbeiten, bitte? Ha? Wo arbeiten Sie? Beim wo Fernsehen. Ich bin bei TV. Ich mach Kameramann. Oh, alles gut. Oh, ja. Alles klar. Und ich bin Kapitän. Wovon? Von der MS Bullshit, oder? Schiffskapitän bin ich. Schiffskapitän bin ich. Von der USS Bullshit, oder was? Nee, nicht Bullshit. gut Schiff. Die USS Bitcoin, oder was? Nautilus, wissen Sie? Nautilus. Ja, wissen Sie? Ja, wie heißt der Kapitän von der Nautilus? Ja, ich bin auch Jack Sparrow. Nicht Jack Sparrow. Die Nautilus wurde von Captain Nemo, dem Inder. Kennst du den? Oh, Sie sind eine gute Person, wissen Sie? Warte, soll ich dir meinen indischen Kollegen geben, der redet wie Captain Nemo? Ah, also meine Kollegen sind hier auch, aber ich kann nicht, das, also... Was, dein Kollege ist... Nur ich kann sprechen mit Ihnen. Ist dein Kollege... Halt's mal. Ein Spezialkunde. Ja, ich bin Spezialkunde. Serious Mensch. Ist dein Kollege aus Indien, oder? Ah, Sie denken, ich komme aus Indien? Nein, dein Kollege. Ah, mein Kollege, ja. Ja? Ja, aus Indien. Sag ihm mal... Delhi, sag ihm mal Bandshot von mir. Ja, genau, Delhi, genau. Sag mal Bandshot zu ihm. Bandshot? Entschuldigung, ich weiß nicht. Möchtest du nicht sagen, da freut er sich aber. Oh, also keine Ahnung, bitte. Ja, das weiß ich, keine Ahnung, davon jede Menge. So, wie viel Geld kann man bei dir verdienen?
2 Millionen pro Tag. 2 Millionen pro Tag, klar, komm, erzähl mir was Richtiges. Nicht viel, aber es ist gut. Was, 2 Millionen indische Rupie oder was? Ja. Ja, gut, nehme ich. Genau. Indische Rupie sind cool. Aha. Also gib mir deine Kontonummer, ich mache Überweisung fertig, blöd. Ah, woher kommen Sie? Ha, Kasachstan. Kasachstan, ja. Aha. Kleine Russland, ja? Alter, was hast du gerade gesagt? Und wo kommst du her? Indian. India? Der im Market Shoot. No, bitte. Benchut. Ciao. Sie sind eine gute Person. Ben Calore. Chutia. Diese Mistratten, diese Dummen. Guten Morgen, hier ist Winkler. Hallo, Herr Winkler. Ja, ich wollte mal eben meinen Sohn haben, bitte. Der geht nicht an sein Telefon. Also, da haben Sie sich verwählt. Nee, der arbeitet ja da. Wie heißt er denn? Mein Bruder, der Rainer. Nein, dein Familienname ist Rainer? Winkler. Auch Winkler? Ja. So, nein, da sind sie verkehrt. Na doch, der verteilt doch die Geschenke da an die Leute, die anrufen. Da erzählt er mir ja immer von. So, aber denn in einer anderen Firma? Nee, das ist ja, ich habe ja die Telefonnummer hier vorliegen. Rainer Winkler, Altschauerberg 891448 Emskirchen. So, ein Herr Winkler arbeitet bei uns nicht. Das kann nicht sein. Vielleicht ist das Fall. Also ist ganz wichtig, Rainer mit AI zu schreiben. Ja, ich gucke. Nein, haben wir nicht. Das kann ja aber nicht sein. Wo haben Sie denn die Telefonnummer her? Ist doch verkehrt. Ja, von meinem Sohn. Na, das glaube ich aber nicht. Ich habe ja sonst immer bei ihm auf dem Telefon selber angerufen, aber der hat das entweder aus oder ist halt gerade am Arbeiten, aber ich muss ihn erreichen. Das hat gebrannt zu Hause. Ja, aber wie gesagt, dann müssen sie woanders probieren. Hier sind sie verkehrt. Ja, aber wo denn, wenn der doch da arbeitet? Und er arbeitet nicht bei uns. Wie lange arbeiten Sie denn da schon? 18 Jahre. Deshalb müssten Sie den doch kennen. Ja, deswegen sage ich ja, der arbeitet nicht hier. Rainer Winkler? Ja. Sein Freund, der Mimon, der arbeitet da auch. Ist der denn da? Nee, der ist auch nicht da, der arbeitet auch nicht hier. Mimon Baraka? Nein, ist er nicht. Auch nicht? Das gibt's doch nicht. Ich sag doch, Sie haben die falsche Telefonnummer. Ja, aber das ist doch das Gewinnspielteam, oder nicht? Gewinnspielservice, ja. Aber es gibt's doch in ganz Deutschland. In welchem Ort arbeitet der denn? In München. Na, dann sind sie verkehrt, dann müssen sie in München. Wir sind hier nicht in München, wir sind in Magdeburg. Haben Sie denn mal die Nummer von München? Nein, habe ich nicht, weil das eine andere Firma ist. Das gibt's ja alles gar nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, weiß ich nicht. Wenn Sie ihn sehen, nochmal richtig fragen. Na, ich muss ihn ja jetzt haben. Das Haus hat ja gebrannt, ne? Ja, aber ich weiß doch nicht, wo er arbeitet. Können Sie denn eben mal in die Runde fragen? Nein, weil wir sind nicht in München. Die Mitarbeiter wissen doch dann auch nicht, was in München los ist. Nee, aber vielleicht hat da ja jemand eine Durchwahl. Rainer Winkler. Nein, es ist doch ein ganz anderes Unternehmen. Nee, der arbeitet da jetzt ja seit 3 Jahren schon, ne? Ja, aber wir sind nicht in München. Seit die Pizzeria also dicht gemacht hat, ne? Da hat er ja gewechselt, ne? Weil nichts anderes gefunden hat. Ja, Sie müssen dann, wie gesagt, irgendjemand anderes fragen. Wir haben seine Telefonnummer nicht. Ja, können Sie mir dann mal jemand anderes geben? Nein, kann ich nicht, weil wir sind nicht in München. Wir sind ein ganz anderes Unternehmen. Ja, das muss ja dann mal irgendeine Direktive geben. Da steckt doch O2 wieder dahinter. Wir haben auch nichts mit O2 zu tun. Naja, die blockieren ja immer die Anrufe nach Emskirchen. Ach so. Na, das weiß ich nicht. Wir haben nichts mit O2 zu tun. Können Sie denn eben mal einen Testanruf machen, ob die das wieder blockiert haben? Nein, kann ich nicht. Soll ich immer eben die durch? Vielleicht kommen Sie ja durch bei meinem Sohn, dass Sie den mal eben, sagen wir mal, informieren. Es ist 04863. Hallo? Ja. 79 304. So, und dann,
Aber das ist doch nicht O2, das ist doch eine normale Festnetznummer. Ja, die blockieren das ja immer. So, na das kann ich mir nicht vorstellen. Können Sie dem denn sagen, dass er nach Hause kommen soll? Ja, kann ich machen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ja, wie war Ihr Name? Winkler Rudi. Rudi. Gut, alles klar, muss ich ja wissen. Ja, natürlich, ne? Sonst kommt das ja komisch vor, wenn da die Kollegen anrufen und sagen, das ist alles nicht normal, ne? Genau, Herr Winkler. Wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Können Sie das gleich einmal erledigen? Na, wenn wir ihn erreichen, dann ruft er Sie ja an. Ja, das ist sehr freundlich, also meine Nummer hat er. Und wenn wir nicht erreichen, nicht, dann kann ich es nicht ändern. Ja, dann rufe ich nachher nochmal an. Alles klar, machen wir mal. Gut, vielen Dank, ne? Ja, tschüss. Wiederhören. Leider können wir Ihren Anruf derzeit nicht persönlich entgegen. Hallo und herzlich willkommen bei der kostenlosen Gewinnspiel-Hotline. Sie werden gleich mit einem Mitarbeiter verbunden. Zur Sicherung unserer Servicequalität werden einzelne Gespräche aufgezeichnet. Wenn Sie dies nicht möchten, geben Sie uns bitte einen kurzen Hinweis zu Beginn des Gespräches. Auf Ihrer Preisauslobung ist angegeben, wo Sie unsere Datenschutzhinweise aufrufen können. Hallo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Gewinnspielservice. Mein Name. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ja, ja, hallo. Hier ist Winkler. Ich wollte ganz gern mal meinen Sohn sprechen. Ich krieg den auf dem Mobiltelefon nicht erreicht. Wären Sie so nett, den mal zu holen? Ich glaube, Sie sind bei mir verkehrt. Ich bin hier vom Gewinnspielservice. Ja, der arbeitet ja da bei Ihnen. Der arbeitet bei uns? Ja, der Rainer mit AI. Ganz wichtig. Nee, also kenne ich nicht. Tut mir leid. Das kann jetzt aber nicht sein. Sind Sie neu im Betrieb? Nee, ich bin hier schon 11 Jahre. Oh. Allerdings haben wir hier 200 Mitarbeiter circa. Ja? In verschiedenen Niederlassungen. Ja, und... In Niedersachsen? Nee, wir sind in Bayern. Ich habe gesagt, in verschiedenen Niederlassungen haben wir hier ungefähr 200 Mitarbeiter. Und ich sitze in Magdeburg, nicht in Bayern. Oh, können Sie denn mal eben nachhorchen, bitte? Ich kann Sie hier nicht verbinden, das geht gar nicht. Nee, dass Sie einmal sich, sagen wir mal, umhören, wo der denn ist. Der ist ja immer unterwegs, ne? Da ist ja mal hier und mal da Mitarbeiter anlernen und all sowas. Aber ich krieg den nicht ans Telefon, das Haus hat gebrannt, der muss heimkommen. Ja, Sie werden doch eine Telefonnummer von ihm haben. Ja, der geht ja nicht dran, ich versuche das seit 2 Stunden. Also, ich kann da nichts für Sie tun, tut mir leid. Nein, der muss auch greifbar sein. Ich habe ja leider auch keine Nummer von dem Vorgesetzten von ihm. Ich bin bisher immer ans Telefon gegangen. Sagen Sie mir bitte nochmal den Namen dieses Herrn. Rainer Winkler. Ich versuche mal, ja? Kleinen Moment. Danke. Also ich kann in unserer Chefetage gerade niemanden erreichen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Ihr Sohn bei uns arbeitet. Also. Das ist doch da schon seit Jahr und Tag. Was soll er denn hier für einen Job haben? Der hat ja angefangen, sagen wir mal, den Leuten da immer, sagen wir mal, die Gewinne zu verteilen. Und jetzt ist der, sagen wir mal, wenn da jemand neu anfängt, dann geht er denen das beibringen und hat ein bisschen ein Auge drauf. Dafür haben wir ganz andere Mitarbeiter. Also einen Rainer Winkler kenne ich hier nicht aus der... Aus Emskirchen. Nee, ich sitze hier in Magdeburg. Ja, das habe ich wohl verstanden. Aber da kommt der ja hergebürtig, ne? Der wohnt jetzt ja in Bad Salzuflen. Ja, nee, also so einen Herrn habe ich hier nicht am
jetzt kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Er hat mir nicht gesagt, dass er gekündigt wurde, ne? Das, oder dass er da nicht mehr arbeitet, ne? Wir haben hier keinen Rainer Winkler. Sie haben das mit AI auch geschrieben, ne? Ja, ich habe nirgendwo was hingeschrieben. Ach so, vielleicht können wir das mal probieren. Was sollen wir denn da jetzt probieren, Herr Winkler? Ja, das muss ja mein Sohn sprechen. Es gibt hier keinen Herrn Rainer Winkler bei uns. Ja, aber der ist doch den ganzen Tag schneiden, rendern, hochladen. Der arbeitet doch bei Ihnen seit 4 oder 5 Jahren jetzt schon. Nein, hier arbeitet kein Herr Winkler. Ja, also nicht in Magdeburg, ne? Aber sagen wir mal, ich weiß ja auch nicht, wie das da konstruiert ist bei Ihnen, ne? So bei intensiv. Bei uns gibt es nur Niederlassungen in Sachsen-Anhalt, woanders nicht. Ja, das weiß ich doch. Ja, aber es gibt hier keinen Rainer Winkler. Ja, aber vielleicht ja in einem anderen Callcenter von Ihnen. Nein, das wüsste ich. Ja, kennen Sie denn alle 200 Leute, die da arbeiten? Also ich könnte hier den Namen eingeben, um ihn zu suchen, aber es gibt ihn hier nicht. Ich bin der Rudi Winkler, vielleicht können Sie da mal gucken. Was soll ich denn da gucken jetzt? Naja, die Personalakte, ne? Da gibt's ja bestimmt ein Sperrvermerk, weil ich habe ja eine Datenschutzfreigabe. Ich weiß, dass Sie das ja normal nicht sagen dürfen, aber ich stehe als Kontaktperson auch drin in der Personalakte. Ich kann hier nicht in die Personalakte gucken. Das ist ja nicht gut. Können Sie mich da zurückrufen, weil das Haus hat gebrannt, der muss heimkommen. Ich kann Sie auch nicht zurückrufen. Ja, aber Sie haben doch ein Telefon, wir telefonieren doch gerade. Ja, aber erstens rufen Sie mit unterdrückter Nummer an, ja? Ja, die habe ich mir hier von einem Feuerwehrmann geliehen. Das Haus hat ja gebrannt, ne? Das Telefon funktioniert dann ja nicht mehr. Sie müssen mir da doch weiterhelfen. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Dann müssen Sie bei der Polizei anrufen. Nee, der wird ja nicht vermisst, ne? Das ist der Missbrauch von Notrufnummern. Das kann ich ja nicht machen. Ich kann es nicht ändern. Ich kann Ihnen hier nicht weiterhelfen. Können Sie nicht nochmal nachfragen? Wo soll ich denn bitte nachfragen? Es gibt den Kollegen hier nicht. Rainer Winkler, Altschauerberg 891448 Emskirchen. Den gibt bitte. Es hier nicht. Es gibt hier keinen Rainer Winkler. Ich bitte Sie. Ja, was soll ich denn machen, wenn es ihn hier nicht gibt? Da kann ich ihn nicht weiterhelfen. Der arbeitet doch, der lügt mich doch nicht an. Der hat noch nie gelogen in seinem Leben. Vielleicht hat er ja mal von seiner Mutter erzählt. Das ist die Rita aus Weiden. Also es tut mir leid. Und ich bin der Rudi aus Merzen. Und seine Freundin kommt aus Denken. Der muss doch irgendjemand mal was von gehört haben da. Hier gibt es keinen Rainer Winkler. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ist er wieder im Ibis-Hotel abgetaucht? Also jetzt nochmal, und ich beende jetzt auch das Gespräch, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Das sage ich meinem Sohn, wenn ich den gefunden habe, wie Sie mich behandelt haben. Ja, was soll ich denn machen, wenn es ihn hier nicht gibt? Na, der arbeitet doch da. Er arbeitet nicht bei uns. Na doch. Nein, arbeitet er nicht. Ich habe doch hier die letzte Gehaltsabrechnung vorliegen mit den Kontaktinformationen. Ja. Und was steht da für ein Arbeitgeber drauf? Rainer Winkler, Altschauerberg 8 in 91448 Emskirchen. Ich rede von dem Arbeitgeber, der da drauf steht. Sie können mich doch jetzt nicht so alleine lassen. Ich brauche doch Hilfe. Herr Winkler, was steht denn auf der Lohnabrechnung für einen Arbeitgeber drauf? Hallo? Ja, da ist Winkler. Gib es mal meinen Sohn her. Ich hab keine Zeit. Das Haus brennt. Ja, verarschen können Sie sich selber bitte, ja? Gib mal meinen Sohn. Jetzt sofort. Schönen Tag noch. Halt, Saranda. Mach hin. Nicht der ganze Tag Zeit. Oh, ist das episch. Scheiße, ey, das macht echt Spaß. Mein Name ist Peter Lukas, ich melde mich von der Firma Investor LTD, Helmut. Von was? Und Firma Investor LTD. Also Sie haben schon schlechte Erfahrungen an die Online-Investitionen gehabt. Ja. Ja, und ich... Sie auch? Zu helfen. Sind Sie von der Selbsthilfegruppe? Ja, ich bin der Hilfsgruppe. Und ja. Ich bin hier, um Sie zu helfen, Helmut.
Das Wort, das Sie suchen, heißt Maulwurf, wie das Tier im Garten. Genau, Maulwurf. Maulwurf. Hans Maulwurf. Hans Maulwurf, genau. Schön, dass Sie sich so viel Zeit nehmen. Genau. Ja. Also eigentlich, was ich von ihm brauche. Also es ist eigentlich eine Plattform, Online-Plattform, wo man ihr Geld investieren lassen kann. Aber Sie wollen Geld nicht investieren, Sie wollen Ihr Geld wieder zurückzubekommen. Ja klar, das muss ich ja wieder haben. Wie viel Geld haben Sie denn verloren? Wir müssen uns ja irgendwie jetzt gegenseitig helfen, ne? Ich habe nichts verloren. Ich bin hier der Assistent von der Matthias Nowak. Und der ist mein Chef und der beschäftigt sich mit Leuten, die schlechte Erfahrungen an die Online-Investitionen haben. Und wir arbeiten in vier Bereiche, damit wir die Kunden zufrieden werden machen. Und ich wollte Ihnen, dass Sie zufrieden bei uns auch sind. Also bis jetzt bin ich einverstanden. Hallo? Haben Sie jetzt mich gehört? Ja, sind Sie von der Polizei? Nein, ich bin nicht von der Polizei. Ich bin von der Firma Investel Ltd. Wo wir schalten unsere Anwälte ein und wir werden erstmal wissen, wo ihre Geld sind und danach werden wir ihre Geld innerhalb 14 Tage wieder zurück bei Ihnen bringen. Ach, Sie wollen mir mein Geld bringen? Das ist nett. Ich hätte das gern in einem Koffer mit Leder ausgekleidet. Aha. Wie viel Geld haben Sie verloren, Herr Maulwurf? 16.000. 16.000. Ja. Innerhalb 14 Tage werden Sie Ihr Geld bekommen. Nee, das war so ungefähr einen Monat, habe ich das verloren, ne? Ja, vor einem Monat. Das ist sehr frisch. Das ist sehr frisch und... Ja, das ist sehr frech, da haben Sie recht. Das war ziemlich frech. Genau. Und das werden wir innerhalb 14 Tage finden und werden wir bei Ihnen schicken, dieses Geld. Achso, Sie sind vom Fundbüro. Jetzt verstehe ich langsam den Sinn des Anrufes. Also, wir sind eine Firma, eine lizenzierte Firma mit Hauptsitz schon in Großbritannien. Und wir helfen Leuten, die schlechte Erfahrungen an die Online-Investitionen haben. Ach ja. Alles, was die Leute bei uns machen müssen, ist bei uns anzumelden. Was bedeutet bei uns anzumelden? Weiß ich nicht. Mit einem kleinen Kapital für die Höhe 250 Euro werden wir zwei Funktionen machen. Also werden Sie gleichzeitig mit unserer Broker Trading machen, gleichzeitig werden Sie unsere Anwälte einschalten. Und werden wir erstmal wissen, wo Ihre Geld liegen und danach innerhalb 14 Tage werden wir bei Ihnen schicken. Also nee, mit diesem Trading-Zeug, da will ich ja gar nichts mehr mit zu tun haben. Ich möchte ja nur mein Geld wieder haben. Okay. Okay. Aber bei uns funktioniert es so. Sie müssen erstmal bei uns anmelden. Ich muss gar nichts. Sie müssen gar nichts, aber so funktioniert bei uns. Achso, anders geht das gar nicht. Anders geht das gar nicht. Also das ist aber eine schlechte Masche. Glauben das Leute wirklich? Was? Na, was du da gerade erzählst. Gibt's Leute, die so blöd sind? Warum sprechen Sie so welche Ausreden? Von wo rufst du überhaupt an? Du rufst, das ist doch keine 0039. Was ist das denn für eine Vorwahl? Das ist Italien Vorwahl, aber das ist eine zentrale Nummer und es ist verteilt in all Europa. Nee, 0039 ist ja die Vorwahl von Italien. Du hast ja gesagt, du rufst von Großbritannien aus an. Ich rufe von Großbritannien, aber das ist eine zentrale Nummer. Nee, das ist eine italienische Nummer, die ist nicht zentral. Das ist eine zentrale Nummer. Wenn Sie bei uns zurückrufen, dann bekommen Sie keinen Anruf. Verstehen Sie? Wenn ich bei Ihnen anrufe, bekomme ich keinen Anruf. Das heißt, Sie haben da so ein Stargate stehen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn, meine Güte. Wenn Sie versuchen, bei uns anzurufen, das ging leider nicht. Das ja, natürlich geht das bei einer gefälschten Telefonnummer nicht. Wie soll das auch funktionieren? Das ist Herr Maulwurf.
Bitte hören Sie mal zu. So, innerhalb 14 Tage werden wir Ihr Geld finden und Ihr Geld wieder zurückschicken. Vielleicht gehst du mal vor die Tür und suchst erstmal, geh erstmal dein Gehirn suchen, bevor du versuchst, Leute abzuzocken. Das ist ja ganz peinlich, was du da machst. Was soll ich machen? Gehirn suchen. Das Ding, was bei normalen Leuten im Kopf zwischen den Ohren ist. Da ist ja gähnende Leere, Vakuum. Es tut mir sehr leid, Herr Maulwurf. Also, Sie haben schon Geld verloren und gibt's auch Leute, die Ihnen helfen wollen. Nee, aber du bestimmt nicht. Du bist auch ein dreckiger Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Ja, ein ganz dreckiger Bettler. Bist du ein armer Straßendieb. Dieses Gespräch ist schon aufgezeichnet. Ich gehe bei der Polizei und dann... Ja, geh mal zur Polizei. Du bist live auf YouTube gerade. Die Leute lachen dich alle aus. Mir ist egal. Ja, du bist ein ganz armes Würstchen. Geh dir mal richtige Arbeit suchen, du Penner. Was reden Sie, Herr Maulwurf? Ich bin um dir zu helfen. Hallo, hier ist Dimitri. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Was geht los, Bruder? Ich bin deine Mutter. Du bist meine Mutter. Hi, Mama, wie geht's dir? Möchtest du jemanden grüßen? Aha, ich glaube, den habe ich jetzt schon 100 Mal dran gehabt, diesen Typen. Am Anfang war er noch stolz drauf, dass er aus Italien kommt. Dann habe ich ein Video gemacht, ganz Italien hasst diesen Betrüger irgendwie so. Und jetzt ruft er angeblich aus Großbritannien an, hat aber immer noch eine italienische Vorwahl, der Idiot. Mein Name ist Sarah, ich rufe Sie mit dem automatisierten Handeln am Finanzmarkt an. Sind Sie ein Roboter? Nein, hallo? Ich bin kein Roboter. Ach so, weil Sie gesagt haben, Sie rufen automatisiert an, das klang so. Nein, ich rufe Sie von dem automatisierten Handeln am Finanzmarkt an. Ja, wirklich? Aber Sie sind, ja. Sie sind kein Roboter, ja? Nein, ich bin kein Roboter. Ich habe Sie total falsch... Das kann man aber falsch verstehen, wenn Sie das so sagen. Was kann ich denn tun für Sie? Ich sehe, dass Sie vor ein paar Monaten bei uns ein Investitionskonto geöffnet haben. Deshalb rufe ich Sie an. Ich bin die Kundenassistentin, um Ihnen zu helfen, das Account zu aktivieren. Ja, und was kann ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Erinnern Sie sich an Ihre Anmeldung? Ja, das ist ja dieser Investment-Kram, ne? Das wollte ich mir angucken. Ja. Aber ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da so verlangt wird und was man so machen soll und so. Ne? Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich kann Ihnen ein bisschen erklären, wie das System funktioniert, ja? Na gern doch. Also ich habe Zeit. Okay, das ist super. Wir haben einen automatisierten Handeln. Das bedeutet, dass Sie nicht selbst handeln müssen und mit keinem Broker und eigentlich keine Zeit dafür auch brauchen, weil das System ist ganz automatisiert. Nachdem Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, bekommen Sie eine bestimmte Kontaktperson. Mhm. Ja, das wird ein Mensch sein, der später alle Ihre weiteren Fragen beantworten kann. Ja. Die Mindestinvestition beträgt 250 Euro. Aber wir haben heute noch unser Sonderangebot. Also das heißt, Sie fangen jetzt mit 250 Euro an. Unsere Plattform wird Ihnen noch 250 Euro schenken. Eulen? Das heißt, Sie fangen... Euro. Nochmal, was war das? Ich habe es nicht verstanden. Unsere Plattform schenkt Ihnen noch 250 Euro zum Handeln. Was denn für eine Plattform? Ich dachte, Sie rufen von Investment an. Haben Sie auch Baugerüste? Was haben Sie? Baugerüste? Ich kenne das, Plattform ist ja dieser, also wenn eine Leiter, die geht nach oben, dann kommt eine Plattform und außen sind ja die Gerüststangen. Ja, das meine ich ja. Ach, das meinen Sie ja. Das ist gut. Ja. Und diese Plattform, die will mir Geld schenken. Wie macht die das denn? Also gucken Sie, Sie investieren 250 Euro, ja? Ja. Nachdem Sie das gemacht haben, dann sehen Sie auf Ihrem Account 500 Euro, nicht 250 Euro. Was ist das, eine optische Täuschung, wie so eine Fata Morgana? Was heißt das? Eine Fata Morgana, dass man was sieht, was gar nicht da ist. Eine Einbildung im Prinzip. Das ist das Gegenteil von Ausbildung. Oh, nein, unsere Plattform schenkt das Ihnen.
Das Gerüst, ja? So, und Sie haben, nachdem Sie investiert haben, Sie haben 2 Wochen, um das System auszuprobieren. Also Sie müssen nicht mit diesem Geld anfangen zu handeln. Sie können erstmal ausprobieren, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann bekommen Sie Ihr Geld zurück. Ja, weil Sie haben doch gesagt, das ist schon Monate her, dass ich mich da angemeldet habe. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, ich habe nach der Anmeldung nur 2 Wochen Zeit, um mich da zu verausgaben im Prinzip. Nach der Investierung haben Sie 2 Wochen. Das Wort, das Sie suchen, heißt Investition. Nur, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Und jetzt? Soll ich das machen, ja? Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie investieren. Ich werde Ihnen helfen. Ja, wie viel kann man denn verdienen bei Ihnen? Das haben Sie mir noch gar nicht gesagt. Das wäre ja mit das Wichtigste, ne? Ja, klar, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie in ein paar Tagen ein Millionär werden. Nee, das würde ich Ihnen ja auch nicht glauben, aber ich muss ja auch wissen, auf was ich mich da einlasse, ne? Also, ich denke, innerhalb 2-3 Monaten kann sich die Summe verdoppeln. Also zum Beispiel von 500 Euro in 2-3 Monaten können es dann so, ich glaube, 1.000 Euro sein. Das ist ordentlich, ne? Ja, aber das braucht halt ein bisschen Zeit, da muss man Geduld haben. Ja, dass ich Geduld habe, ich bin ja schon älter, ne? Also ich habe ja, sagen wir mal, viel Zeit auch, ne? Da kann man das ja dann schon alles mal ein bisschen abwarten. Ja, so. Ne? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ja. Welche Zahl steht Pi im Koordinatensystem vom Dampfblasenkoeffizienten am nächsten? Das ist eine Frage, die ich hier gerade im Rätselheft habe. So, wissen Sie das zufällig? Leider nicht. Na gut, dann probiere ich mal, bis wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Fahne? Sie sind jetzt beim Quiz-Taxi hier. Warum fragen Sie solche Fragen? Naja, Sie sind hier im Quiz-Taxi. Sie können jetzt 500 Euro gewinnen, wenn Sie 10 Fragen richtig beantworten. Wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Fahne? Was ist eine Fata Morgana? Warum haben die Amerikaner Sterne auf der Fahne? Also die Alte war mir jetzt zu blöde. Ich rufe im Auftrag an von Sonnensysteme Deutschland. Es geht um staatlich geförderte Solaranlagen für Hauseigentümer. Was war das? Solarsysteme? Ja, Sonnensysteme Deutschland. Genau. Hm. Ist das sowas wie NASA oder was? Nee, das ist ein Solar... Also Photovoltaikanlagen für Hauseigentümer, darum dreht sich. Wer soll denn ans Telefon kommen? Ich bin hier Hausmeister. Ah, dann bin ich falsch bei Ihnen. Nee, wer soll kommen? Ich habe hier Telefonzentral. Ach, wir rufen ja die Hauseigentümer von Eigenheim an, nicht von großen... Ja, aber welches Name? Welches Name möchten Sie anrufen? Na, gar keinen, der bei Ihnen wohnt. Keinen, der bei Ihnen im Haus wohnt. Wir suchen nur die auch Eigentümer von Einfamilienhäusern, aber trotzdem vielen Dank. Ja. Na, das ist ja hier so, so eine Anlage sozusagen. Ach, eine Wohnanlage? Ja. Ja, bei mir steht der Name hier Marianne Hitzler. Ja, einen Moment, ich hole sie eben. Ja, gut, danke. Ja, Hitzler! Guten Tag, hier ist André Weimann. Ich habe hier nur eine kurze Mitteilung für die Hauseigentümer Hauptstraße. Ja, das bin ich. Und zwar sind bei Ihnen in der 4. Februarwoche Energieberater vor Ort und die beraten zum Thema staatlich geförderte Solaranlagen. Ist das von Interesse für Sie oder eher nicht? In welchem Umfang denn? Sie wollen mich veralbern. Warum? Das schon. Das macht gar nichts. Das muntert mal ein bisschen auf. Ich wünsche Ihnen Guten Abend. Warte mal, Kollege. Einen Moment.
Wenn du mich schon enttarnt hast, muss ich ja auflösen. Diese Nummer und den Namen und das alles, das gibt's gar nicht. Das haben wir alles bei dubiosen Gewinnspielen eingetragen, die sich als irgendwelche großen Firmen ausgeben und eure Firma kauft für viel Geld die Daten von da. Das ist gar nicht so cool, weißt du? Wahrscheinlich ist es so. Alles klar. Na, nur mal drüber nachdenken da. Da kaufen auch die gleichen Leute ein, die alten Leute am Telefon das Geld abzocken. Aus der gleichen Datenquelle. Ja. Das kann durchaus sein. Ja, nur dass wir mal drüber gesprochen haben. Verkauf nicht deine Seele, Bruder. Auf keinen Fall. Gut. Schönen Abend, Reingehauen. Dabei. Und das wie Daniel. Schrecklich. Hallo? Hallo? Wer spricht? Ich. Wer ist ich? Ich bin. Ja, ich auch. Wer? Du. Mit wem spreche ich? Du hast mich angerufen. Wer bist du? Ich? Nein, du. Du registrieren Amazon. Nein, ich Amazon kaufen. Sexmaschinen. Auf. Oder verkaufen. Ich möchte einen Olivenbaum kaufen. Was kaufen? Olivenbaum. Wo? Bei dir. Nee. Geht nicht. Doch. Warum? Was ist los mit dir? Ich versuche verkaufen Aktien. Ja, das ist sehr gut. Wie viel Geld kostet? Ja. Wie bitte? Wie viel Geld kostet? So viel du hast. Das ist keine gute Deal. Oi weh. Okay. Bist du Araber? Nein. Was bist du? Warum? Weil ich will wissen. Goyen. Ich bin Deutscher. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bin von Israel. Freut mich kennenzulernen. Ja? Ja. Das ist gut. So, möchtest du fliegende Teppich kaufen? Welche Teppich kaufen? Fliegende Teppich. Welche Marke? Adidas. Okay. Oi, wei, gib mir Adresse. Welche Adresse? Von dir natürlich. Was für Fragen stellst du? Bist du ein bisschen langsam? Leider geht nicht. Ja, wegen Datenschutz. Aber wie soll ich dir Teppich schicken? Sag mir. Nächstes Mal, wohin? Ich kann auch ein Postfach schicken. Muss nur noch große Postfach haben, weil ich Perser-Teppich. Genäht aus dem Arsch von einem Stinktier. Okay, Kollege, reicht jetzt. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Das merke ich, du verstehst ja auch überhaupt nicht, was ich sage. Chronische Überforderung, wie damals in der Sonderschule. Sag mal, ich mach dir das Spaß, das Ganze zu machen? Ja, sonst würde ich nicht machen. Wenn mich traurig macht, ich nicht machen. Oi weh. Hast nichts anderes zu tun. Shalom. Sag mit mir Shalom. Sag mal, hast nichts anderes? Hast du nichts anderes zu tun, als mir den ganzen Tag anzurufen? Ja, ich habe nichts anderes zu tun, als anzunehmen. Du ganzen Tag bei Synagoge anrufen, ganzen Tag Telefon abnehmen. Oh weh. Ich bin hier eigentlich nur zu putzen und immer anrufen. Gib mir die Frau, was schreit okay, bei hinten. Okay, Kollege. Gib mir die Frau. Gibt keine Frauen. Ich werde sie züchtigen. Okay, Kollege. Viel Spaß, ich habe Feierabend. Ja, bis gleich, Goyim. Ja,
Um 19 Uhr, ich hab Feierabend. Na, das ist so schlechte Arbeitszeiten. Mach's okay, okay, mach und auf Wiederhören. Ja, verschwinde, du unfähiges Figürchen. Kollege, ich muss auflegen. Gebeten, gebeten. Okay, Kollege, ciao, ciao. Shalom. Nochmal anrufen. Ja, hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag, Nadine. Euer mein Name von der Vericon. Ja. Weil ich bereits mit dem Herrn Rakesh da sind. Ja, hallo? Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ja. Ich melde mich bei Ihnen bezüglich den Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen. Ja, können Sie ein kleines bisschen lauter sprechen? Sie sind sehr leise. Es geht um die Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkassen. Jetzt ist viel besser. Vielen Dank, jetzt kann ich Sie gut hören. Super. Also, ja. Herr Deisen, Sie haben sich auch für die Bonuszahlungen der Krankenkassen informiert, wollten unverbindlich Infos. Geld haben. Und richtig, da wollten wir fragen, ob Sie schon mal Bonus von der Krankenkasse erhalten haben. Ob ich schon mal Bonus bekommen? Nee, habe ich noch nicht bekommen. Immer nur Rechnung haben. Bei welcher Krankenkasse sind Sie? Wie bitte? Bei welcher Krankenkasse sind Sie denn? Wir sind bei AOK. Und wie lange sind Sie bei der AOK? Na, 30 Jahre. Dann haben Sie ja vieles verpasst, weil Bonus gibt es seit 7 Jahren. Bei einigen Krankenkassen bekommt man sogar bis zu 700 Euro. Oh, haben Sie Gott. Das vielleicht mitbekommen? Nee, da hat mir keiner sagen. Dann habe ich auch nichts bekommen. Dann ist es ja höchste Zeit, dass Sie etwas erhalten, Herr Dalsim. Ja. Weil ich habe mich heute bei Ihnen gemeldet, damit ich Ihnen aufzeigen kann, was Sie für Möglichkeiten haben. Ja, sehr Sie bekommen gut. das auch schriftlich, entscheiden dann natürlich, ob und wie wir weitermachen. Und was wichtig ist, der Vorgang, der ist kostenlos und unverbindlich. Sehr gut, sehr gut. Also Informationsanruf. Richtig. Ja. Also, was ist Ihnen, Herr Dalsim, eigentlich wichtig bei einer Kasse? Worauf legen Sie einen großen Wert? Dass ich Hilfe bekomme, wenn ich krank werde. Und was für Erfahrungen hatten Sie bis jetzt mit der AOK? Ja, also ich konnte zu Arzt gehen, wenn ich wollte, und das ist sehr gut. Das freut mich. Ja. Nehmen Sie denn die AOK öfters in Anspruch oder ist es eher umgekehrt? Wie meinen Sie? Also, dass Sie jetzt öfters krank sind oder gibt es Momente, wo Sie zum Beispiel ein ganzes Jahr lang die Krankenkasse nicht benötigen? Nicht ganze Jahr nicht. Also ein, zweimal bei Jahr, dass man richtig kaputt, aber ansonsten eigentlich immer gut. Freut mich. Haben Sie denn vielleicht einen Teil von den eingezahlten Beiträgen von der AOK bekommen? Nein. Ich habe auch mal, nicht. Wir haben mal eine Lavalampe bekommen. Bonus-Treuepunkte, Lavalampe. Okay. Ja. Und nur die Lavalampe haben Sie bekommen? Eine Lavalampe und meine Frau hat ein Besenset bekommen. Mhm. Ja. Aber ich wollte auch ein Besenset haben und ich habe Lavalampen bekommen. Ich habe dann, ja, aber das ist sehr groß, Lavalampen, 63 cm und sehr viel Strom verbrauchen. Oh ja, dann haben Sie noch mehr Kosten als zuvor, oder? Ja, das ist richtig. Aber immer bei mir Leute anrufen, die wollen mir Stromvertrag machen und irgendwann ist der Richtige dabei und dann kann man den Lavalampe wieder anmachen. Richtig. Ja, das ist sehr gut. Ist es für Sie wichtig, Herr Dalsim, dass Sie durch die Krankenkasse Kurse bezahlt bekommen, Massagen, Rückentraining, Entspannungstherapien, damit Sie einfach Ihr Wohlbefinden aktiv verbessern können? Ja, Massage immer sehr gut, weil wir haben so, wie heißt denn, so Asia-Massage. Mhm. Aber dann will die Krankenkasse nicht bezahlen, weil er weiß nicht warum. Sie meinen jetzt die Akupunktur? Nein, Massagen. Massage. Massage. Mit den Händen, mit Steinen, mit Öl, mit Buttplug, mit. Sie wissen, was ich meine. Aha, okay, okay. Ja. Es gibt Krankenkassen, Herr Dalsim, die uns auch helfen, was die Kosten beim Zahnarzt betrifft oder Gott behüte bei Pflegebedürftigkeit. Wo kann ich für Sie einen Haken setzen? Einen Haken? Was wollen Sie machen? Also wo kann ich für Sie einen Haken setzen? Was ist Ihnen wichtig, dass man Ihnen bei den Kosten beim Zahnarzt hilft? Ja, oder? Natürlich. Auch, okay. Wer ist denn alles mit Ihnen versichert? Wir sind bei AOK. Mhm. Ja. Wer ist alles versichert bei der AOK? Mein Sohn, mein anderer Sohn, der andere Sohn, noch ein anderer Sohn, der Tochter und meine Frau. Okay. Gibt es Punkte, mit denen Sie mit der AOK nicht zufrieden sind, was Sie gerne anders hätten?
Ja, ich mag nicht den Harald, der ist bei den Laden, der ist sehr unfreundlich. Das heißt, der Service ist nicht so gut bei der AOK? Ne, ziemlich beschissen, wenn man das so sagen soll, wie das ist. Okay. Ja. Man sollte auch die Meinung sagen, natürlich. Ja, kann man dabei Sie an Beschwerungen machen, weil Sie ja den Vergleich durchführen, dass Sie das aufschreiben, den Harald Arschloch und solche Sachen? Wie heißt der Mann, der bei der AOK arbeitet? Der heißt Harald. Harald? Harald. Okay. Darf ich fragen, kommt denn für Sie dann ein Wechsel der Krankenkasse in Frage, wenn das für Sie Verbesserungen bedeutet? Ja, das kommt ja ganz drauf an. Was kann man dann bekommen? Man kann auf jeden Fall vieles verbessern, Herr Dalsim. Obendrauf haben Sie die Möglichkeit, bessere Zusatzleistungen zu bekommen, Bonusse jedes Jahr. Ja, wie ist und das natürlich denn? Einen Weil wir brauchen ja jetzt, wir haben bei Indien mit der Karma, das ist, brauche ich noch einen mit, haben Sie vielleicht mal hören mit, dass man muss die Wohnung so einrichten, weil sonst alles schrecklich werden. Wir brauchen noch mehr Lavalampen. Haben Sie Krankenkasse, wo kann man Lavalampe kriegen? Nee, das habe ich leider nicht. Also eine Krankenkasse, die Lavalampen als Bonus gibt, das habe ich leider nicht. Aber passt es hin, dass ich Ihnen vielleicht Informationen per E-Mail zusende? Nee, Sie können mir lieber erzählen, weil kann ich nicht so gut Deutsch lesen. Achso, okay. Ja. Weil ich persönlich möchte Ihnen, Herr Dalsim, die BKK Mobile Oil empfehlen. Okay. Also eine Mobile Oil, das ist eine neue Krankenkasse. Eine neue Krankenkasse? Dass Sie die Krankenkasse wechseln, Herr Dalsim. Wann wurde denn gegründet? Jetzt neu machen? Nee, die ist auf dem deutschen Markt seit 1932. Die kommt aus der Ölindustrie. Ist das von Hitler? Somit ist sie Bitte? Ist das von Hitler? Nee, das ist keine Krankenkasse von Hitler. Das ist okay. Das ist eine gesetzliche Krankheit. Jetzt hat sie auflegen. Zu viel Lachen wegen Hitler. Oh mein Gott, sehr schade. Aber wieder mal BKK Mobile Oil bei Vericon. Und ich habe euch doch versprochen, dass sie ihn immer sagen werden. Bitte like und subscribe machen und dann werden wir noch mehr BKK Mobile Oil Kunden werben. Vielen Dank und auf Wiederhörung. Ja, Kai. Ja, schönen guten Tag, Matthias Kaiser. Mein Name ist bei Hans von Rudersdorf. Ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich melde mich von der Bonner Direkt GmbH, Versicherungsvermittler Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG. Nochmal, das war viel zu schnell. Ich habe Sie nicht verstanden. Also, ich melde mich von der Bonner Direkt GmbH, Versicherungsvermittler der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG. Ja, danke. Und ich sage danke auch für das erhaltene Einverständnis, Sie zum Thema Sterbegeldversicherung beraten zu dürfen. Herr von Rudersdorf. Ja, ich habe Sie gehört, ich dachte, da kommt noch was, ne? Genau, Sie wollten zu einer Sterbegeldabsicherung beraten werden. Können Sie das R nochmal so toll rollen? Das hat sich sehr schön angehört. Sterbegeldversicherung. Das ist ja großartig. Sie sollten, also, wie heißt er denn, den Adolf im Fernsehen synchronisieren. Vielleicht, ja, könnte ich das, ja. Ne? So, was soll ich jetzt und machen? Sie haben mich jetzt verstanden, ja? Ja. Ich muss mich immer erst an eine Stimme gewöhnen, ne? So von der Intonierung her, ja, weil ich höre nicht mehr so gut. Mhm. Ja, also ist es richtig, dass Sie zum Thema Sterbegeld beraten werden möchten? Ja, so kann man sich ja mal anhören, ne? Ja, Sie sind jetzt 71 Jahre alt, ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Sie in Ihrem Alter mal aufnehme und jetzt sage ich mal eine Beispielsumme zur Orientierung. Was wollen Sie aufnehmen? Entschuldigung, wenn Sie sehr schlecht hören, ganz ehrlich, Entschuldigung, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn Sie sehr schlecht hören, ich glaube, noch macht es auch nicht viel Sinn, wissen Sie? Ich habe Sie schon verstanden, ich habe nur nicht verstanden, was Sie aufnehmen wollen. Wenn ich Sie in die Versicherung aufnehmen möchte. Ach so. Ja, ich kenne ja die Terminologie nicht da bei Ihnen, ne? Da muss man ja fragen. Genau. Also dann wären Sie mit einem monatlichen Beitrag von 34,75 € geführt. Aha. Und dieser Betrag bleibt konstant, weil wir keine Beitragsdynamik haben. Und was uns als Ergo besonders auszeichnet, sind dabei drei ganz zentrale Fakten. Also erstmal wird der Versicherungsschutz natürlich lebenslang gewährt. Zweitens verzichten wir auf jegliche Gesundheitsfragen. Auf was bitte? Und zum
Wir verzichten auf alle Gesundheitsfragen. Gesundheitsfragen, ja. Und zum Dritten liegt die Aufbauphase jetzt bei nur noch 18 Monaten. Ja, das heißt, sofern Sie innerhalb der ersten 1,5 Versicherungsjahre eines natürlichen Todes wegen sterben, ja, also wegen einer Krankheit, ja, aha, werden die Beiträge, die Sie bis dahin entrichtet haben, in vollem Umfang zurückerstattet an die Hinterbliebenen. Ja. Sterben Sie aber durch einen Unfall innerhalb dieser ersten 18 Monate, Herr von Rudersdorf, ja, wird die Versicherungssumme verdoppelt. Also im ja, vorliegenden Falle wären das dann 6 statt 3.000 Euro. Das Ganze wird natürlich steuerfrei ausgezahlt und mit einer Überschussbeteiligung. Ja, und schon nach 1,5 Jahren spielt dann die Todesursache keine Rolle mehr. Was war das mit der Beteiligung? Das habe ich jetzt gerade. Wer kriegt das? Eine Überschussbeteiligung gibt es dafür noch, ja? Aber was bedeutet das? Ja, wenn unsere Versicherung Überschüsse erwirtschaftet, wird der Kunde beteiligt daran. Aha. Ja, ne? Und ja. Nach 1,5 Jahren ist der Aufbau abgeschlossen. Dann greift die Versicherung bei jeder Todesart. Bei was bitte? Nach 1,5 Jahren ist der Aufbau abgeschlossen. Dann greift die Versicherung, egal wodurch der Tod verursacht wird. Ja, das ist gut, oder? Ja, wunderbar, ne? Und das ist das, was ich Ihnen anbieten darf. Warum schreien Sie denn so? Ja, ich muss ein bisschen laut reden mit Ihnen, ne? Wie bitte? Ich muss halt ein wenig laut mit Ihnen reden, habe ich schon gemerkt. Ja, ja, aber Sie müssen ja nicht schreien, ne? Ja, das ist manchmal, die Unterscheidung ist manchmal ein bisschen schwierig, ne, zwischen laut reden und schreien, ne? Ja, das ist so, ne? Nicht, dass Sie haben da ja bestimmt noch Kollegen, nicht, dass die sich da gestört fühlen, ne? Ja gut, natürlich, wenn halt der Gesprächspartner nicht gut hört, ne? Ja. Ja, ja, tut mir ja leid, ne? Ja. Ich hatte da bei der Jagd mal so einen Unfall, ne? Und seitdem ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Da ist neben mir eine Donnerbüchse losgegangen und ich habe den Ohrenschutz nicht richtig aufgehabt. Aha. Mhm. Das war nicht so vorteilhaft, aber... Das glaube ich auch. Das passiert halt im Nahkampf, ne? Da kann das auch mal verrutschen. Ja, ja. Wäre das denn, sag ich mal, wenn ich jetzt bei der Jagd was passiert, ne? Da habe ich dann da auch keine Probleme mit der Versicherung, ne? Genau, dann auch nicht, ne? Das funktioniert. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ja, sagen wir mal, ungefähr, sagen wir so, 100, 150 Wildsäue erlegt in meiner Karriere. Wenn die jetzt, sag ich mal, zum Ende hin den Spieß da nochmal umdrehen, sag ich, da hätte mein Enkel dann trotzdem was von der Kohle, ne? Genau, so ist das, ja. Das ist ja gar nicht verkehrt, weiß ich ja vielleicht doch nochmal, weil das heißt ja in der alten Mythologie, dass nur der Krieger, der mit dem Schwert in der Hand fällt, nach Valhalla einziehen kann, ne? Dann sollte ich vielleicht vom Repetiergewehr doch nochmal auf die Axt umsteigen bei der Jagd und das vielleicht einmal so ein bisschen drauf ankommen lassen, ne? Das kann man vielleicht mal probieren, ja. Aber das kann ich erst in 18 Monaten machen, ne? Genau, sozusagen, ja. Na gut, da kann ich mich ja so lange mental auf den Übergang mal vorbereiten, weil das ist ja auch eine Entscheidung, die sollte man ja nicht leichtfertig treffen, ne? Ja, das ist richtig, ja. Und da kann ich mir so lange auch noch einen Flucht, muss das ja erstmal hier rauskommen, überlegen, ja, wie ich das anstelle. Weil die passen ja schon auf, dass wir hier nicht abhauen, ne? Das heißt, ich muss ja immer irgendwie eine Strickleiter knüppeln oder irgendwie sowas. Und dann können wir das gerne machen. Alles klar. Ja? Gut, Herr von Rudersdorf, dann wünsche ich Ihnen an der Stelle einfach einen schönen Tag, ja? Den wünsche ich Ihnen auch. Und das ist jetzt von heute 1,5 Jahre, ne? Genau. Das ist gut, ne? Weil sagen wir mal, wenn wir es dann raus, also ich nehme dann hier die Zimmergenossin mit aus der Anstalt und wenn wir es dann rausgeschafft haben, dann gehen wir in den Wald zusammen. Das machen wir, ne? Ja? Ja? Aber pass auf, ich darf einen schönen Tag noch mal. Sie alles Gute für Sie. Kommen Sie mit dem Fluchtwagen dann? Das schaue ich mal, überlege ich mir mal, ja. Ne, also ja? 3 Personen plus Gepäck und wenn wir es schaffen. Machen wir das ja so.
Ja, vielleicht, also wenn wir das schaffen, nehmen wir noch einen Pfleger mit, ne, so als Versicherung, dass sie uns nicht hinterherkommen. Den lassen wir dann aber wieder frei, dann wenn genau. So machen wir das. Der darf halt nicht mitkriegen, wo wir sind, ne? Da sollte er nicht gerade auf den Rutsch laufen, jetzt darf ich Ihnen nochmal einen schönen Tag wünschen. Alles gut. Ihnen auch, ja. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Yeah. Also dieses typische, wir geben 100.000 Euro aus, um Telefonnummern aus Fake-Gewinnspielen zu kaufen. Ja, dann rufst du halt auch mal in der Psychiatrie an, ne?